Bonjour, Messieurs, Dames. Cette dernière sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich lese das ist die Systemanleitung. Das ist die Betriebsanleitung meines Fahrrads, Elektrofahrrads vor und verschiedene Sachen, die der Hersteller hier reinschreibt, kann ich mit keinem Wort nachvollziehen. Deshalb gab es auch schon Mittelfinger in die Kamera. Der ist ausdrücklich so gewollt. Ich repariere mein Fahrrad selbst. So. Hinweise zu Elektrik und Elektronik. Ihr Pedelec kann eine sogenannte Schiebehilfe aufweisen, die das Pedelec bis zu 6 km schnell bewegt, ohne dass Sie mittreten müssen. Die Schiebehilfe dient als Unterstützung, wenn Sie zum Beispiel eine steile Rampe oder eine Rampe aus einer Tiefgarage oder Unterführung überwinden müssen. Zum Fahren sollten Sie sie nicht nutzen. Beim Betätigen der Schiebehilfe müssen beide Räder immer den Boden berühren, ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen. So, und es geht dann weiter mit Ladevorgang. Ladevorgang: Laden Sie den Akku Ihres Pedelecs nie. Unbeaufsichtigt oder in Abwesenheit auf. Bei einigen Modellen können Sie den Akku laden, während er im Pedelec montiert ist. Lesen Sie hierzu die beiliegende Betriebsanleitung des Komponentenherstellers. Das heißt, wenn man das Ding dann in die Garage stellt oder in den Hausflur und es auflädt, muss man sich die ganze Zeit daneben setzen. Das ist auch wieder. Das passt zur Tatsache, dass man sein Fahrrad nicht selbst reparieren darf. So. Geht dann weiter mit Ladegerät, Wartung, Pflege, Verschleiß und Gewährleistung. Instruction about electrics and electronics. Your Pedelec has a pushing at function, whereby it moves at up to 6 km per hour without the need to pedal yourself. No one needs to pedal oneself in Britain. We've got the stream. The pushing at function works to assist you if you, for example, have to climb a step ramp for an underground car park or underpass. Do not use it to ride the bike. It's not a step ramp, it's a steep ramp. Have to climb a steep ramp from an underground car park or underpass. Okay. I've never seen an underpass in Scotland. Both wheels must be on the ground when using the pushing aid, otherwise there is a danger of serious. Otherwise, there's a danger of serious danger. Series of danger. Might be British Army climbing up the hill. Charging process. Never charge your Pedelec's battery unattended. In some models, you can charge the battery while it is mounted in the Pedelec. Please read the components manufacturer's operating instruction in this regard. We carry on with charger, maintenance and care, wear and tear and warranty. Okay, und jetzt auf Französisch. «
Votre VAE peut être doté d'une assistance à la pousse qui fait avancer le VAE jusqu'à 6 km par heure sans pédaler. L'assistance à la pousse est conçue pour aider à monter des fortes pentes, des types rampes à la sortie d'un garage souterrain ou d'un passage souterrain. Elle ne doit pas utiliser en pédalant. Elle ne doit pas utiliser en pédalant. Les deux roues doivent toujours rester en contact avec le sol lorsqu'on utilise l'assistance à la pousse, faute de quoi on court le risque de graves dommages corporels. Faute de quoi? Ouh. C'est la même anglais. Processus de charge. Il ne faut jamais recharger la batterie en la laissant sans surveillance ou en s'absentant. Certains modèles permettent de recharger la batterie lorsqu'ils sont en place sur le VAE. Pour plus de précision, se reporter à la notice d'utilisation du fabricant jante. On se traîne avec chargeur, entretien et usure et garantie. Merci, monsieur, dame, et à bientôt.